Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier von Kierforce. So, beginnen wir gleich in meiner Survivor Map. Ich habe natürlich ein paar Dinge schon gemacht. Haus ist noch aus Sand. Habe aber schon eine kleine Baumplantage, ein bisschen Zuckerrohr schon. Habe schon eine Axt, eine Holzspitzhacke und ein Holzschwert. Ich habe ein bisschen Map rumgeguckt. Ihr seht, ein bisschen habe ich hier erfarmt. Könnt ihr kurz auf Pause stellen und euch dann durchgucken. Ah, irgendwas lädt noch an meinem PC, das ein bisschen laggy ist. Ha. Hier noch ein paar Dinger. Hier hinten ist die Blaubaumplantage. Gefährlich. Ja, ich rede wieder zu schnell. Gefährlich ist, ich war da hinten. Ranzoom tue ich jetzt nicht. Da ist es jedenfalls ein gestrandeter Boot. War nichts drin, also gibt's wirklich nichts. Ich bin drüber gegangen, wäre fast gestorben, weil da die Wächter kamen und wollten mich dann so töten. Hier pflanze ich auch ein paar Bäume. Da hinten war ich. Und über diese Insel gibt's Festland. Bla. Und da war ich ganz kurz, aber bin da wieder gegangen, weil es gab wirklich... Es ist groß und es ist ein bisschen noch zu groß, dass ich da jetzt irgendwie groß hingehen kann und sagen kann, jo, erkunden wir es oder so. Diesen Baum... Warum ist das... Na komm schon. Muss ich jetzt echt da drauf stehen? Na komm schon. Ah lol. Da ein bisschen noch Zuckerrohr angepflanzt. Das kommt dahin. Ich gehe gleich wieder zu der Eininsel. Vielleicht sogar jetzt schon aufs Festland, wenn ich die. Oder gibt es sogar ein bisschen mehr? Noch hier kurz alles. Komm, hier. Weil das. Ja, komm schon, weiter, hopp. Ich habe gesehen, da ist noch eine. Besser ist es weg, dann kann die eine Dings hier wachsen. Komischerweise ist die Hintergrundmusik immer noch da. Ich weiß nicht, ob das normal ist bei Minecraft. Aber ich lasse es jetzt mal so. Da eine, dann kann da noch eine hin und. Dann kann da noch einer hin. Die Stöcke nehme ich mal kurz mit. Ich brauche jetzt nur ein bisschen was zum Essen. Ja. Ja, sonst kann ich groß jetzt nichts erzählen. Da sind auch sehr viele Bäume. Die werde ich jetzt aber noch nicht nutzen, beziehungsweise habe ich keinen Anlass dazu. Es bringt mir jetzt gerade im Moment noch nichts, weil ich habe ja genug. Das sind nur die Dinger, also Wölfe und so. Den tue ich nichts an, wenn die mich angreifen. Da hinten ist das Festland, was ich gemeint habe. Hier war auch ein Delfin, der hat mir so Schub gegeben, richtig nett. Das Vieh, haha. Werde ich mal schneller. Der Delfin, keine Ahnung, wo der jetzt noch mal ist. Nur das da ist wirklich ein größeres Festland. Und auf das habe ich am meisten Bock. Weil da kann man natürlich richtig. Jo. Ich muss nochmal Eisen farmen. Dann baue ich hier unterirdische Tunnel, die direkt dahin führen. Ah ja, natürlich. Macht ja richtig Sinn, dass ich da rumgebaut habe. Mir ein bisschen leid, wenn ich etwas verpeilt bin. Ich muss auch hier gucken, dass ich ja Dingsens hier bin. Mich ja nicht verpeilt. Ich laufe jetzt nur geradeaus, damit ich den Weg auch zurück nutzen kann. Ist wirklich ein größeres Ding. Aber tiertechnisch geht mir hier gerade echt ein bisschen ab. Biene, die töte ich nicht. Vergiss das. Aha. Oh. Ich brauche noch ein Schaf, dann hätte ich ein Bett. Lol. Ein Schlag tot war's. So. Nochmal Richtung anpeilen. So war es ungefähr. Wird's Abend? Ich muss zurück antreten. Vergiss es. Ich kann da nicht weiter. Zumindest haben wir das bisschen. Da muss ich noch Stein. Bienenstock.
Oh, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Ich dachte, das passiert nichts. Keine Ahnung. Ich hab mich selbst getötet, oder? Ne. Bin ich deppert. Kann ich den Fisch bitte? Fisch? Lol. Ich hab einen Fisch. Gut, dann habe ich ein bisschen Fisch. Ich meine, nahrungstechnisch wird mir so nichts ausgehen, aber ich muss halt frühzeitig da sein. Bevor noch irgendwas ist. Lol, Knochenmehl. Warum ich jetzt atme, keine Ahnung. Gibt keinen Sinn. Jetzt will es man aber jetzt. Jetzt will das ich auch. Noch nee. Schnitzenskelett. Mit drei. Oh, obwohl, die greifen ihn an. Danke. Danke, Hundis. Ist er noch da? Bitte nicht. Bitte ist er tot. Er ist tot. Aber danke für. Hier. Kann ich euch irgendwie füttern? Nee. Oh, tut mir leid. Schon interessant, unsere kleine Insel. Da einfach ein paar. Ah, da ist der Delfin. Lol. Danke. Ja. Bist ja nett, der Delfin. Hilfst mir immer schön, ja. Bitte kein Monster. Komm. Monster. Ich habe aber irgendwas plöpp gehört. Oh. Jo, Alter. Jo, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Bitte lass mich in Ruhe. Okay, jetzt bin ich safe. Jetzt kann ich hingehen. Und daraus ist man. Dann. Sandstein, ne. Ich muss eh jetzt mal hingehen und. Ja, das ist der Wächter. Hab sogar schon ein bisschen. Federn habe ich auch. Knochenmehl lagere ich hier ab. Du kommst dahin, du noch da. So, stacken wir ein bisschen. Dann gehen wir hin und bauen aus dem Ganzen und dem wird dann das Haus hier gebaut. So ungefähr reicht es dann mal aus. Machen wir mal bis 20 reicht es, gut. Und ups, nein, das wollte ich nicht. Ich will das. Ich mach das mal hier hin und das dann hier hin. Das Dana, 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 Dana. Und Dana. Ich will hier immer schön irgendwie ein ordentliches System. Und du kommst Dana. Jo. Lebenstechnisch, man sieht's. Wenn wir gerade schon dabei sind, mein Gott. Lol, ich hatte Glück. Eigentlich macht der verrottete Fleisch richtig Schaden. In dem Fall hat es mir mal geholfen. Ich brauche hier auch mal einen Ofen. Das heißt gleich. Oh. Nein. Wir können jetzt erstmal hier warten. Hahaha, wie toll. Jetzt haben wir die Vergiftung. Genau, toll. Wie heißt denn die eigentlich? Können wir gar nicht sehen, toll. Auch noch geil. Jetzt kann er erstmal hingehen, mein Leben auffüllen und nebenbei ein bisschen an mein. Junge, wo bist denn du? Baumtechnisch, da geht gar nichts. Ich könnte hier eigentlich so in. Ja, warte mal. Ich bin ja richtig schlau. Ich baue hier mir eine Art
Minenschacht. Ah, ich wusste es. Endlich. Natürlich, jetzt bleibt es so. Ein bisschen eine Art Keller. Aber gut, dass ich den Boden daraus gemacht habe. Das heißt, ich kann mir einen super nicen Keller machen. Mit so Schächten dann, so Lichtschächten, weil ich will kein komisches, gepfuschtes Bauwerk. Aber für den Anfang reicht es hier ein bisschen auszugraben. Frage ist natürlich, irgendwann ist hier die Kapazität erreicht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt gucke? Kann ich noch einen? Einfach mal austesten. Hier ist die Grenze. Oh, gerade noch erreicht. Und hier ist die Grenze. Okay, da geht noch. Wenn ich da dann das sehe, gut. Das heißt, da ich baue das. Und da ich baue so weit, bis da ein Loch zu sehen ist. Das da ist. Okay. Und so funktioniert eigentlich so ein Lichtschacht. Das werde ich nur an der Seite dann dran bauen. Schon ein bisschen ausgegraben. Ach komm, wir wollen nicht so sein. Ach, das ist wieder Normalsand. Wird halt schon ein großer Keller sein. Ich meine, das werden immer mehrere Keller sein. Baue das immer in solchen Parzellen auf. Das ist jetzt der erste, darunter kommt dann noch einer. Die werden alle genauso gleich groß, aber immer weiter in Erdreich bis Punkt 0, also Grundstein ungefähr. Je nachdem, wir müssen halt gucken. Aber das Gute ist schon mal, hier hätten wir Stein. Haben wir überhaupt noch Dinger, wo wir was brennen können, so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also Brennstoff, ich glaube nicht. Schlacht. So, das wäre jetzt ein Dingensens hier. Ich meine, hier müssen wir es. Aha, warte, warte, warte. Hier können wir es so machen. Ich meine, wir wollen den kompletten Keller nutzen. Genau. Das lagere ich ein und dann beende ich auch das Video, weil Tag wird es gleich, da kann ich gleich weiterspielen, aber sonst kein großer. Also das ist der Sandstein und das dann muss dann damit. Das dann dahin und das da dann dahin. Ich will euch nicht damit langweilen. Naja, Leute, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Liked, abonniert, kommentiert. Wir sehen uns morgen. Also, tschüss.